Hallöchen, liebe Freunde hier auf dem Kanal vom Old Gaming Dad LP. Servus, grüßt euch, ja. Weiter geht es hier in dem Schneesturm in Medieval Dynasty auf der Map Oxbow. Ich bin jetzt hier gerade dabei. Ich wollte eigentlich die Quest erledigen. Da muss ich sieben Dachse jagen. Sechs habe ich schon. Mir fehlt also noch ein Dachs. Und bei dieser Dachsjagd habe ich Folgendes entdeckt. Wir gehen mal hier hin. Wo war es denn jetzt? Da. Wo war denn das? Jetzt friert es den Deppen auch noch. Entschuldigung, aber so ist es halt. Wo habe ich denn? Ah, da. Da hinten, da wo mein weißer Zeiger ist, links vom Baum ist ein Lager von Banditen. Machen wir mal das aus. Jetzt schauen wir mal. Wenn wir in die dritte Person gehen und machen wir mal den Fotomodus an. Nein, nein, den Fotomodus muss ich anmachen. Ja, du musst dich aufwärmen, erzähl kein Zeug. Nein, da will ich ja gar nicht hin. Fotomodus. Der Fotomodus. Ja, das weiß ich doch. Dann mach's halt einfach so. So, also noch einmal Fotomodus. Fotomodus und Kameramodus starten. Jawohl. Und dann das UI ausblenden. Und dann zoomen wir da mal ran. Und da schauen wir mal, ne? Also hier hat es schon einmal ein Gefechtle gegeben. Da haben sie wahrscheinlich wieder so einen Händler überfallen. Also wir haben hier drei Stück, ne? Drei Stück. Jetzt komme ich natürlich nicht rum um die Seite. Das ist natürlich auch wieder doof. Machen wir es ja so, oder? Wie machen wir es denn? Machen wir es ja so. So machen wir es. Okay, machen wir mal Thumbnail. Ein Simp, Samp, Sump. So. Haben wir ein Thumbnail gemacht. Und dann blenden wir das UI wieder ein. Kamera auf, ab. Kameramodus beenden. Okay. Alles klar. Ja, komm. Habe ich doch gesagt, Kameramodus beenden, ne? Es ist schon beeindruckend, wie manchmal was geht, ne? So, und dann werden wir mal an einen kämpfen. Wir kämpfen nicht mit der Faust. Nein, nein, nein. Was habe ich denn überhaupt? Holzbolzen. Habe ich vielleicht irgendwas Besseres? Ich habe Bronzebolzen. Fünf Stück. Fünf Stück. Die haben natürlich mehr Wirkung, ne? Tun wir die mal dahin, ne? So, und dann schleichen wir uns da mal an, ne? Wir schleichen und schleichen und schleichen. Aus erhöhter Position heraus ist das schon. Ja, dass du frierst, weiß ich ja. Aber das ist mir doch wurscht. So, dann tun wir mal uns da hinter den Baum ein bisschen verstecken, ne? Oh, das war wohl daneben. Ach nee, das war nicht daneben, ne? Oh, oh. Oh, oh, die wollen was von mir, hä?
Ja, Moment, Moment, Moment. Ich hab hier auch sowas, ne? Ich hab hier auch sowas. Moment. Ah, die wollen mich umgehen, umlaufen. Ah, jetzt laufen sie wieder zurück. Hey, du Feigling. Aua! Oh, der hat mir aber eine mit der. Der hat mir aber eine verdonnert mit der Axt. Dunnerwetzing. Uhu, Dankeschön. Das hat aber weh gemacht. Also dann wären wir mal aus der Third Person, werden wir wechseln, weil, wie spät haben wir es denn überhaupt? Neun, oh, 19 Uhr. 19 Uhr. Nee, dann schlafen wir jetzt. Nö, wir schlafen jetzt. Warte mal, ja, wir schlafen jetzt erst einmal. Und jetzt ist meine Frau noch gar nicht daheim, okay. Die ist dann später gekommen, ja, ist auch recht. So, die ist schon wieder raus. Ja, Weiberl, wie geht's dir denn, hä? Ja, ich weiß es zu schätzen. Dankeschön und be well, my love. Jawohl, you bye, goodbye. So, jetzt gehen wir wieder in diese Richtung, wo wir da hin müssen, ne? Da laufen wir hier lang. Oh, verreck Kaffee. Achso, ich muss erst einmal was trinken, ne? Trinken ist immer gut. Trinken ist gut. Dann brauchen wir was zu essen, ne? Habi, habi, habi für den Papi. Honigwabe, nein. Essen wir erst einmal das alte Fleisch. Okay, damit es wegkommt. So, dann laufen wir im Laufschritt. Erst einmal zu der Brücke. Ist das nicht schön, eine so schön verschneite Landschaft hier, ne? Das ist mein Grabungsschuppen. Da ist aber noch keiner am Arbeiten, ne? Muss hier noch ein bisschen buddeln. Da gibt es nämlich hier Tonerde zum Ausbuddeln. Wird Zeit, dass hier mal was gearbeitet wird. Faules Pack. Faules Pack, muss ich sagen. Diese Dorfbewohner. So, da unten haben wir ein. Da laufen wir gleich mal hier durchs Wasser. Oh, da gibt es Fischle. Was sind denn das für welche? Weiß man jetzt nicht. Weil ich brauche nämlich 20. Was brauche ich? 20 Barsche, glaube ich. So. Also schauen wir mal, was es hier gibt, ne? Das ist leer. Okay. Alles leer. Leer, leer. Okay. Na gut, Knut. Und dann müssen wir da hoch, wo die Dachse waren. Die Taxe. Die Taxis. Oh, da rennt doch ein. Nee, das ist ein Hobbelmann. Nein, Hobbelmann brauche ich nicht. Ich brauche ja einen Dachs. Einen Dachs brauche ich. Was ist das da? Das ist ein Hobbelmann. Finde ich vielleicht zufälligerweise schnell noch einen Dachs hier oben. Weil das ist das Dachsgebiet hier. Es ist schwierig. Also die Dachse. Da drüben ist doch einer, oder? Oder ist das ein Hobbelmann gewesen? Moment. Da müssen wir schneller mal hinlaufen. Ah, das ist doch ein Dachs. Nee, das ist ein Hobbelmann. Ah, nee. Ah, noch ein Hobbelmann. Lauter Hobbelmänner. Ich brauche aber keine Hobbelmänner. Ich brauche einen Dachs. Warum stolpern wir jetzt nicht über einen Dachs? Na, weil das viel zu einfach wäre, ne? Ist ja logisch, oder? So, also werden wir uns jetzt noch einmal der Geschichte mit den Banditen annähern, angehen. Und dann zum Schluss werden wir schauen, ob wir noch irgendwo so einen Dachs erwischen. Lauter Hobbelmänner, ne? Lauter Hobbelmänner. Der helle Wahnsinn, ne? So, wo waren denn die Banditos?
Ach, da unten. Okay. Irgendwo müsste hier einer noch rumliegen von denen, ne? Was willst du denn von mir? Hä? Hallo? Soll ich dir vielleicht erst einmal eine mit dem Ding verbraten? Erst einmal eine mit dem. Aha. Da geht er. Und ward nicht mehr gesehen. Okay. Okay. Jawohl. Jetzt tun wir da wegen veräppeln, ne? Oh, aua. Daneben geschossen, oder was? Ich echt daneben geschossen? Nein. Glaubst du selber nicht, oder? Na, das war ein Hirnschuss, gell? Okay, warte mal. Nein. Ich habe auch so ein Ding hier. Hui! Siehst du? Erst täuschen, rückwärts laufen und dann vorwärts laufen. Und da unten ist der DAX. Nee, was ist denn das da unten? Ach, das ist der eine, den ich getötet habe. Der ist festgebackt. Der ist tot. Der hat einen Apfel. Ja, la. Le Lucky Day, hey. Lucky Day, sag ich. Der hat sich eingebuddelt im Schnee. Einmal frei. Der Käse ist voll gut, Leute. Der gibt dermaßen Power. Da braucht er 5 Tage nichts mehr essen. Ne? Hat's den aber da reingebuddelt in seinem Schneehaufen. So, jetzt machen wir die anderen zwei schnell noch. Lalalala. So, hast du irgendwas fallen lassen, was ich brauche? Nee, gell? Na gut, dann schauen wir mal. Du hast Münzen, das ist immer praktisch. Ja, da kannst du deine eigene Beerdigung zahlen, ne? Okay, alles klar. So, und du da unten, was hast denn du verloren? Oh, eine Eisenaxt. Du na wieder. Eisenaxt ist gut. Warte mal, jetzt tun wir mal den Speer weg, weil es ist ja momentan eh keiner da. Also keiner, der mir gefährlich werden könnte. Also Äpfel nehmen, Bierflasche, Bratenfleisch. Bierflasche kann man alles schön verhökern und schon wieder 80 Münzen. Oh, ich wäre ja nur reich, ne? Und der Weinfläschli gibt es auch. Das werden wir als Deko irgendwo hinstellen vielleicht. So, dann haben wir hier einen Holzknüppel der einfachsten Art. Naja, gut, okay. So, dann schauen wir mal da unten im Lager. Die haben sie sich aber sehr schön gemütlich gemacht da unten, ne? Tja, und auf den Streifzügen hier muss man immer gucken, ob da nicht irgendwo irgendetwas ist, ne? Du findest immer irgendetwas auf die Streifzüge. Mal nutzloses Zeug, mal nicht nutzloses Zeug. Kohl, naja gut. Aber Flachs ist gut. Flachs brauche ich ja immer. Flachs brauchen wir immer. So, was haben wir hier noch? Steinchen, ne, das brauchen wir nicht. Die Hocker, dass man die Hocker nicht mitnehmen kann, ne? Das ist. Oder den Kessel hier. Oder das ganze Feuer. Das wäre natürlich optimal, ne, wenn man das mitnehmen könnte. So, dann haben sie hier irgendjemanden überfallen. Weil sonst wären nicht die ganzen Kupferpfeile hier. Wahrscheinlich haben sie wieder einen Händler überfallen. Dass man den Wagen nicht vielleicht mitnehmen könnte, ne? Aber das ist momentan hier im Spiel noch nicht vorgesehen, dass man einen Handkarren hätte. Das wäre natürlich optimal, ne? Es wäre optimal, muss ich sagen. So ein Handkarren und dann ein paar Tonnen draufladen und dann auf dem Markt alles verkaufen. Dann haben die kein Geld mehr, die Händler. Okay, alles klar. Ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich die Händler leer gekauft, nicht leer gekauft habe, sondern dass die kein Geld mehr hatten. Dass ich meine Ware verkaufen konnte. So, jetzt laufen wir wieder hoch und schau mal, ob man jetzt noch außer so ein Hobbelmann mir noch irgendwas an Dachse sehen, ne?
Ja, Tauben und lauter so ein Zeug. Alles, was man nicht braucht, ne? Irgendwo muss da noch so ein Dachs rumlaufen. Die Hobbelmänner bringen mich ein wenig durcheinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann muss man auch ein bisschen vorsichtig agieren. Also nicht bloß immer rumlaufen wie so ein Geisteskranker. Was sind das da drüben? Das sind doch Dachse, oder nicht? Nein, das sind Hobbelmänner, ne? Oh, ihr Hobbelmänner, ich erschieße euch alle. Dann könnt ihr mich nicht mehr durcheinander bringen. Wunderwitzing. Aber eine schöne Winterlandschaft. Und vor allen Dingen, wenn die Sonne scheint, schaut es ja herrlich aus, ne? Tja. Ich brauche noch einen Tax. Tax, Tax. Brauche noch so einen Tax. Wird doch wohl hier noch einer rumlaufen. Das gibt's doch wohl nicht. Ich brauche doch bloß noch einen einzigen. Hey. Mein Gott. Hey. Wenn du auf einen Dachs wartest, ne? Oder rumläufst, dass du einen Dachs findest, dann kommt keiner. Aber wenn du von A nach B läufst, weil du es eilig hast, weil du irgendwas erledigen willst in einem anderen Dorf, dann siehst du auf einmal Viecher über Viecher. Immer dann, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Naja, gut, ich sollte mal vielleicht einen Speer in die Hand nehmen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, ne? Kann doch nicht sein, dass es jetzt hier keinen Dachs mehr gibt. Oh Mann, ey. Hallo Dax. Bitte zeigen Sie sich. Da fällt der Schnee von die Bäume auch. Das ist. Also das haben sie schon schick gemacht hier. Da kann man nichts sagen, gell? Kein Dachs. Warum ist hier kein Dachs? Das ist das Jagdgebiet, hier sind Dachse, ne? Und zwei habe ich ja hier erledigt. Erlegt, sagen wir mal lieber so. Aber es kann ja nicht sein, dass hier in dem ganzen Gebiet bloß zwei Dachse sind. Das ist, was ist da hinten? Ein Wolf, ne? So, mit dem Wolf will ich mich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt anlegen. Das muss auch nicht sein. Also da braucht in diese Richtung braucht auch gar kein Dachs laufen, weil dann renne ich nämlich dem Wolf voll in die Fänge. Das will ich also auch nicht unbedingt, ne? Was ist da oben? Sorry, oder? Oder ist das auch wieder? Wollen wir das erkennen? Ich tippe eher auf einen Wolf.
Und da hinten, ist das ein DAX gewesen? Nee, ein Hoppler wahrscheinlich. Wieder so ein Hobbelmonster. Ach komm, Leute. Liebes Spiel, da ist ein Hoppler. Liebes Spiel, gib mir bitte einen DAX. Damit ich die Quest abschließen kann. Also ich meine, den DAX muss ich natürlich auch noch erledigen, ne? Weit und breit wird man aber auch schon nichts anzeigen, ne? Kann nicht sein, ne? Da müssen wir ins nächste Revier wechseln. Zumindest haben wir schon mal die Banditen platt gemacht. Das ist ja auch schon mal was wert, ne? Ah, Hobbelmann. Hobbelmann, du hast mich jetzt nicht erschrocken, aber ich habe gedacht, es käme ein DAX. Aber du als Hobbelmann hast dich bloß als DAX verkleidet. Mensch, 1000 Hobbelmänner, das gibt's ja gar nicht. Und kein DAX. Ja, komm her. Na, ich will doch gar nichts von euch Hoppelmänner. Ich will einen DAX. Okay. Kein DAX. Es gibt kein DAX. Dann gibt es auch keinen Lachs. Kann es ja nicht wahr sein, hä? Okay. Dann nicht. Ja, wenn es hier keinen DAX mehr gibt, weil ich sie ausgerottet habe, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ne, Enten jagen wollen wir eigentlich auch nicht. Warte mal, ich mache mal eine Pause für euch, bis ich an der neuen DAX-Stelle bin. Ja, beenden wir die Pause, tun ein Fleisch brutzeln und dann verabschiede ich mich erst einmal mit dem Video. Wir haben gesehen, Banditen, wie man sie kaputt macht und wie man selber stirbt. Ne? Und dann tun wir mal schnell noch, ja, alles gut, da hinten bisschen was zu essen ablegen für die Leute. Wir haben ja was, was wir nicht brauchen. Wir hätten den Kohl und wir hätten Zwiebeln und Honigwabe. Die tun wir auch mal weg. So, Käse behalten wir selber. Das behalten wir auch selber. Okay. Ja, tut mir leid, in dem anderen Jagdrevier gibt es momentan auch keine Dachse mehr. Das heißt also, ja, warten, was weiß ich, wie viele Tage, bis man wieder einen Dachs findet. Ich weiß es natürlich nicht, wie lange es dauert, aber ihr könnt euch das vorstellen, Dachs jagen, so, dann habe ich 7 Stück und dann gehe ich zum Dorfvorsteher, gebe die 7 Dachse ab. Dann habe ich die Quest geschafft. Ne? Also es ist also nichts Wildes. Ihr verpasst da nicht unbedingt etwas, außer wie man einen DAX jagt. Aber ich glaube, das habe ich schon nochmal aufgenommen. Okay, ja, das soll es gewesen sein. Dann sage ich mal Dankeschön. Dann wünsche ich euch was. Und denkt an ein Like, an einen Kommentar. Zieht ein Abo vom Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und ja, macht Werbung für den Kanal etc. Habt ihr Vorschläge, schreibt es im Kommentar etc. Ne? Alles klar, wie gehabt. Also, holt Rio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer Old Gaming Dad LP. So.
another